Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu den KI Wars und heute kein Fehler, ich bin ausnahmsweise wirklich beabsichtigt bei der Europäischen Union, denn wir haben Atomwaffen im Aufbau. Die Nuklearwaffen sind in ein paar Tagen fertig, in 200 Tagen um genau zu sein. Warte mal, nee, 151 Tagen, in alle 200 Tage gibt es eine, aber man hat schon die ersten 50 durch quasi. Deswegen noch 150 Tage, ja. Deswegen jetzt kurz bei der EU. Jetzt schauen wir mal kurz, ob da irgendjemand mithalten kann. Einen haben sie auch schon gebaut. Ausgerechnet, die Amis haben noch keinen Atom... Südamerika hat Atomwaffen, Nordamerika nicht. Finde den Programmfehler. Ja, wobei, wir wissen ja, die Nordamerikaner haben quasi alles an Truppen, was sie haben können. Und Afrika hat ist tatsächlich am weitesten. Die haben schon die erste. Afrika, also die Afrikanische Republik, die Demokraten sind da bereits am weitesten und haben bereits die erste Atomwaffe im Besitz. Mal gucken, wann sie die erste Atomwaffe droppen. So, unsere Freunde aus Ozeanien, die haben noch keine Atomwaffen. Wir schauen mal bei euch vorbei. Da sind die wenigsten Truppen stationiert. Und dann schauen wir mal kurz, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir haben ja gesehen in der letzten Folge, Europa hat weiter gepusht. Jetzt ist nur das Problem, eigentlich hatten die unten eine NI gemacht, eine Naval Invasion. Problem ist, ich habe in einem geistigen Anfall von totaler geistiger Behinderung, habe ich vergessen zu speichern, als ich das Spiel verlassen habe und durfte dann nochmal jetzt die Monate bis Mai durchlaufen lassen. Das war gleich der 15. April, wo wir aufgehört haben. Die Naval Invasion hat da kurz davor stattgefunden. Jetzt hier gab es keine Naval Invasion bis jetzt. Ich habe gesehen, die EU plant eine, ist aber noch nicht ausgeführt worden. Vielleicht kommt sie noch, da müssen wir abwarten. Ansonsten hat sich noch nicht so viel getan, logischerweise. Aber die EU pusht. Die Europäische Union, eine Supermacht hier aktuell, pusht weiter gegen Imperial Asia. Wir sehen auch im Großen und Ganzen gute Gebietsgewinne, wird aber auch wieder zurückgepusht. Also das ist hier kein Zuckerschlecken. Während Asien gegen Australien hier unten ihr Bestes, eigentlich gegen Australien, gegen das Pazifische Empire, wobei es eigentlich Australien ist, weil die haben ja eigentlich nur Australien und ein paar kleine Extrainseln. Es ist nicht so, dass es jetzt hier auf einmal die gesamte Welt ist, die sie da haben, die Pazifikaner. Relativ schwach. Hier dann doch relativ fronttechnisch festgefahrene Situation, wobei die Asiaten eigentlich stärker sein sollten. Aber da tut sich jetzt aktuell erstmal nichts. Und die Europäische Union versucht auch hier wahrscheinlich langfristig dann Mallorca wieder zurückzuerobern. Dürfte vor allem den Deutschen in Europa sehr wichtig sein. Korsika und Sardinien bleiben im afrikanischen Besitz, während Sizilien auch schon komplett zurückerobert wurde. Und die Europäische Union, ja, es ist umkämpft. Also alles in einem erobern sie Gebiete. Ist eher am Pushen als am zurückgedrängt werden. Aber wir wissen ja, wer immer pusht, hat auch hohe Verluste. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ach, hör auf. Ach, ist das nett. Europa hat echt eine neue Dings gemacht. Doch, danke, Europa. Cool, jetzt kann man ein bisschen aus europäischer Sicht gucken. Das ist ja Sneaker, du. Wir haben schon 20 Millionen Verluste gemacht. Afrikanische Empire wird bald surrendern. Asien hat übrigens mehr Divisionen als Europa. Und die Verluste sind halt enorm, ne? Afrikanische Republik 11-8. Imperial Asia 6-2 gegenüber 3-6. Also die Verluste, die Europa hier einsteckt, sind enorm. Aber fabrikentechnisch einfach krank. 3050 Fabriken. Das ist schon beängstigend. Muss ich gestehen. Da würde ich aufpassen an anstelle der... Ah, der Bürgerkrieg ist vorbei. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's nochmal spannend. Weil jetzt Afrika nochmal mit geballter Stärke sich auf eine Front konzentrieren kann. Mit 187 Divisionen gegen Europa zieht, genau, zusammen mit Asien. Europa jetzt hier oben gelandet ist, in Casablanca sich ausbreitet. Die Naval Invasion hat nach wie vor nicht stattgefunden. Und Südamerika pusht weiter in Nordamerika zurück. Vielleicht auch sogar mit dem Einsatz böswilliger, bösartiger, gemeiner, hinterhältiger, hinterlistiger Atomwaffen. Wer weiß. Auch hier ist man vorgedrungen, wird aber jetzt gerade dafür bestraft. Wird der Verlust erlitten für den kleinen Vorstoß, sind wieder einige Europäer gestorben. Bei Kairo ist man durchgebrochen. Die Afrikaner versuchen sich hier zu befreien, wird nicht klappen. Das sind zwei afrikanische Divisionen jetzt abgeschnitten. Da kommt der Befreiungsversuch, der scheitert allerdings.
Die zwei Divisionen, die hier eingekesselt sind, werden höchstwahrscheinlich auch innerhalb kürzester Zeit hier sterben. Jetzt kommt die Drei-Fronten-Offensive. Und das kriegt man auch noch verteidigt. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es endgültig aus. Jetzt ist man im Norden hier auch groß gelandet. Und hat hier einen relativ großen Bridgehead aufgebaut. Naval Invasion findet nach wie vor nicht statt. Ist auch gar nicht mehr geplant. Die hat man in der Zwischenzeit weggenommen. Letztens war sie noch geplant, als ich das letztens dann gespeichert habe im Mai. Also habe ich dann nochmal durchlaufen lassen und dann war es gespeichert, aber jetzt hier nicht mehr. Stattdessen gibt es hier die Offensiven auf Korsika. Die klappen jetzt erstmal so nicht, ist aber nicht so unwahrscheinlich, dass es mal klappt irgendwann. Da Europa in der Zwischenzeit, denke ich, auch mal die Naval Superiority hier haben dürfte. Das ist zumindest mal umkämpft. Afrika hat hier relativ viele Schiffe noch. Ich schau mal kurz die Verhältnisse an mit der Flotte. 596 Schiffe gegen 512 Schiffe, das ist sehr ausgeglichen. Aber langfristig, denke ich mal, hier ist jetzt auch die erste europäische Division gelandet in Sardinien. Während die Offensiven hier weitergehen, aber nicht von Erfolg geprägt sind, da müsste man ein bisschen mehr Division hinschicken. Aber immer mehr europäische Truppen landen in Afrika selber. Wie schaut es denn bei unseren südamerikanischen Boys aus? Super. Warum wird mir jetzt hier kein... Wie kriege ich das hin, dass mir hier keine Truppen angezeigt werden? Das ist ja mal richtig Knorke. Es gibt bestimmt einen Trick, dass man das nicht sieht oder irgend sowas. Aber das ist jedenfalls praktisch. Wir sehen jetzt hier aktuell Südamerika. Und ihr seht auch hier, die greifen an und das sind grüne Flecken. Und die haben auch Atomwaffen eingesetzt, denn die hatten welche... Nein, Afrika hatte welche, Südamerika nicht. Sorry. Aber die haben in der Zwischenzeit zwei Reaktoren. In 50 Tagen gibt es die erste Fabrik. Und wir sehen auch, die haben Luftüberlegenheit. Vor allem auch relativ viel Luftaufklärung. Und das gibt natürlich auch Boni, ne? Ganz klar. Air Advantage, nicht so viel. Air Support 0,8. Intel Advantage plus 2,5. Country Bonus 25%. Aha. Also es ist hier ein Hin und Her. Beide Seiten schenken sich hier überhaupt nichts. 162 Division. Aber wird schwächer. Also Nordamerika ist halt deutlich stärker. Mit 1000 Factories mehr. Haben dreimal so viel Division. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass da für Südamerika langfristig noch ein Sieg rausspringt. Während Europa jetzt hier aktuell Afrika immer mehr überläuft. Das ist hier aktuell wirklich ein Massaker. So, ich möchte kein Theater angezeigt bekommen. Das müsste doch gehen, oder? Ja, möchte alles löschen. Das wäre das Einfachste, die Flotte sich anzeigen zu lassen. Das ist hier nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Kann ich es nochmal einfach anklicken oder irgend sowas? Ah, es ist ärgerlich. Wie ging denn das? Das muss doch irgendwie gehen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man diese nervigen New Theater draufklicken geht leider auch nicht. Unit Count, das ist das eine. Unit Color, Battle Plans. Nein. Ja, jetzt ist halt das Problem wieder, dass die so viele Einheiten hingespammt haben. Sieht schon wieder fast nichts mehr. Aber noch sehen wir genug, während ich jetzt hier natürlich immer noch trauere. Na, alle auswählen wir die auch nicht. Das ist jetzt auch nicht das, was ich wollte. Oh, jetzt aber. Ist wieder kaputt gemacht. Hallo, Europa? So. Also wir sehen viele rote Punkte auch. Europa ist wirklich sehr aggressiv, was die Offensive angeht. Wir schauen mal bei den Supplies. Die sind relativ stabil. Und wir schauen mal kurz, was Europa, Berlin... Ne, Berlin ist nicht die Hauptstadt. Brüssel ist die Hauptstadt. Wir schauen mal, was Brüssel zur Verfügung stellt. 3000 Versorgung. Das ist nicht schlecht. Also 3044 Versorgung, die Hälfte davon über Fabriken, das Ganze mal 2. Dann bist du so bei 3000. Damit stellt man sicher, dass die Kriegsmaschinerie ohne Unterlass läuft. Und das, was jetzt hier in Afrika gerade passiert, das ist jetzt schon sehr eindeutig. Hier unten ist man jetzt ebenfalls eingedrungen. Bei Äthiopien. Oder Somalia. Irgendwo da um den Dreh jedenfalls. Äthiopien ist doch...
Äthiopien ist da, genau. Und das hier ist Somalia. Genau, ja, nee, nee, ist schon richtig. Ist schon richtig. Alles, was ich gerade erzählt habe, ist mehr oder weniger richtig. Was ist hier los? Da hat man es geschafft, ebenfalls zu landen. Scheinbar sogar eine NI, eine Naval Invasion. Und hat sich jetzt hier auch mit der Front verbündet, verbunden. Bahnstrecken wurden erobert. Hafen ist im Besitz. Da, 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 da. Ah, die Afrikaner haben sich ein bisschen aus ihrer Heimat rausgetraut und haben es auch geschafft, die Deutschen, die Europäer, ich sag mal die Deutschen, die Europäer aus Sardinien zu vertreiben. Vertreibt die Europäer aus Sardinien, meine Freunde. Huch. Da unten Muscat, die letzte Provinz, oder bei Muscat im Oman. Mit 8 Divisionen, die aber relativ safe sind. Die sind relativ safe hier. Weil sie da Rückzugsmöglichkeiten haben nach Indien hin. Weil es ist nämlich Asien hier, die hier noch stationiert sind. Und wenn wir uns die Verluste mal anschauen, aktuell bleibt bei 20,36. Die asiatischen Verluste explodieren gerade so ein bisschen. 5,05. Während sich die europäischen 8,81. Okay, also 8,1 zu 5,08. Aber dennoch glaube ich, dass die Verluste gestiegen sind auf Seite der Asiaten, deutlich sogar. Afrikaner haben natürlich jetzt relativ viele Divisionen, die auf relativ kleine Front verteilen können. Weil es ein reiner Verteidigungskrieg jetzt ist. Und die Europäer leiden auch ein bisschen an Nachschubssorgen. Mal spannend, ob die anderen Boys dann irgendwann mal ihre Atomwaffen einsetzen. Ausblenden kann ich das Zeug ja nicht, ne? Irgendwie mit Magic. Ich hab nochmal kurz geschaut. Es gibt keine Möglichkeit, das auszublenden. Zumindest hat das nie jemanden interessiert, weil diese KI-Wars sind generell etwas, was keine Sau interessiert scheinbar. Gar nicht verstehen. Wer wird sich sowas schon anschauen wollen? Wir gehen wieder zurück nach pazifischen Australien hier. Wo sich überhaupt nichts getan hat. Die einen gammeln hier rum. Halten hier ihre Gebiete eigentlich komplett, bis auf halt hier Darwin und Umgebung. Die Asiaten weder am Vorstoßen noch am Zurückstoßen zurzeit. Und Europa wird ein bisschen zurückgepusht von den Afrikanern. Und Europa wird auch zurückgepusht von den Asiaten, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Asien pusht aktuell Europa in großen Stile zurück. Die asiatische Gegenoffensive hier. Das ist echt, das ist packend. Du weißt nicht, wer hier gewinnt, ne? Weil Europa jetzt halt eben die Doppelfront hat. Während Asien nur Europa hat aktuell, ne? Europa hat jetzt aktuell 2 Feinde. Weil es ist auch schon, es ist schon 1946. Und jetzt seht ihr richtig, wie Europa zurückgepusht wird. Die Asiaten machen jetzt gerade ernst. Jetzt sind die freundlichen Zeiten vorbei. Asiaten spielen nicht mehr. Asien jetzt mit einer groß angelegten Großoffensive. Groß angelegten Google, ja. Okay. Kriegst du irgendwelche komischen Benachrichtigungen von Google, die mich gar nicht betreffen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir sehen hier auch das Problem, Europa hat hier relativ wenig Truppen eigentlich und wird deswegen hier auch relativ einfach vor den asiatischen Boys zurückgeballert. Und Nordamerika hat echt immer noch massive Probleme gegen Südamerika. Ich finde es total faszinierend, wie stark Südamerika sich auch weiterhin behaupten kann. Ohne Probleme. Da die Nordamerikaner in Schach zu halten. Wobei, jetzt sind sie kurz vorgestoßen, werden aber auch hier wieder wahrscheinlich sofort zurückgeschlagen. Das sind immer die relativ kurzen Gebietseroberungen, die man dann relativ schnell wieder verliert. Aber in Südamerika ist halt das Ding, dass halt alles relativ lange dauert. Und oh, da waren sogar Divisionen eingekesselt. Oder auch nicht. Kann sein, dass da gar keiner war mehr am Ende. Wurde wieder befreit, auch wenn da keine Soldaten waren, wie ich schon gerade sagte. Schau mal kurz die Verluste an aktuell, die dürften eigentlich ein bisschen explodieren. Ne, das ist der falsche. Europa gegen Asien, Asien, Europa, da ist er. 988, 605. Manpower 16,6 zu 17,2, also Asien mit mehr Manpower in der Zwischenzeit. Man hat halt einfach weniger Factories in Asien. Weiß nicht, ob das langfristig, was da Mehrwert ist. Das ist die Frage, was ist Mehrwert? Die Manpower, man hat noch 15,84 in Reserve. Die haben nur noch 5,21 in der Reserve. Man hat aber auch nur 5% und verliert dadurch 3% durch Total Mobilization. Auf der anderen Seite haben wir dann hier
Oh, die sind auf Scrapping the Barrel gegangen. Oh, jetzt weiß ich vielleicht gar nichts mehr. Weil das Problem ist, Scrapping the Barrel heißt quasi, man nutzt wirklich alles, was man hat. Aber man hat quasi keine Produktion mehr. Man hat hier 2000 Military Factories gegen 1100 Military Factories. Aber dadurch, dass man jetzt enorme Mali hat bei der Produktion, weil Scrapping the Barrel ist like the worst thing you can do. Das heißt dann quasi, wir haben hier minus 40% Construction Speed und minus 40% Factory Output und plus 50% Training Time. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ich glaube, das könnte vielleicht sogar ein großer Fehler gewesen sein für die EU aktuell, weil man da seine wirtschaftlichen Möglichkeiten aufgibt. Aber aktuell läuft's noch. Hat man die verbleibenden afrikanischen Truppen, hat man hier rausgejagt von dem Hafen, was das da war. Was ist hier los? Afrika, ja, könnte natürlich wieder in Südamerika landen, macht man aber aktuell nicht. Hier laufen auch nur ganz normal die Kämpfe weiterhin. Die Nordamerikaner halten sich hier stabil, sind aber zurückgepusht worden nach ihrem kleinen Vorstoß hier unten. Und ich glaube, dass die EU tatsächlich einen relativ großen Fehler gemacht hat hier. Auf der anderen Seite, klar, wenn natürlich dann Asien die Manpower irgendwann ausgeht, weil die können das eigentlich problemlos ändern. Aber die haben jetzt hier diese 4,91 Millionen. 4,97. Bekommen die... Ah ja, die bekommen Manpower dazu durch die eroberten Gebiete. Durch die zurückeroberten Gebiete. Was sind, glaube ich, asiatische Gebiete. Deswegen bekommen die wieder Manpower dazu teilweise. Ah, das ist echt sehr spannend. Ich finde es übrigens schön, dass wir jetzt auch wieder eine Übersicht haben ohne Truppen. Wie auch immer. Muss einfach nur ein bisschen die Länder switchen, dann geht das komischerweise. Ganz komische Sache. Und wie ihr sehen könnt, Europa pusht, aber auch Asien pusht und Asien hat mehr Grün. Asien hat so viel Grün bei allen ihren Aktionen. Ah, das ist so spannend hier an der Front, ey. Die Afrikanische Republik wird nicht aufgeben, die werden sich hier einfach stabil halten, denke ich mal. Sehr unwahrscheinlich, dass da groß was passiert. Schau mal kurz, was sie produzieren. Die haben krasse Produktionswerte. Alleine 1700 Waffen am Tag. Ja, da hat man halt in der Zwischenzeit alles erforscht, ne? Baut hier quasi ewig das gleiche Zeug. Hat da natürlich dann auch relativ hohe Produktionsboni durch die durchlaufend gleiche Produktion. Wenn wir das bei Deutschland gucken würden, das wird ganz anders ausschauen. Die haben nicht relativ schlechte Produktionswerte. Aber jetzt aktuell wieder Europa eher am Pushen. Ah, es ist hier echt ohne Witz. Hier sehen wir es ja. Europa pusht jetzt aktuell Asiaten wieder zurück. Ich meine, die haben genug politische Macht. Ich denke mal, da wird jetzt bald auch der Punkt kommen, wo man wechseln muss. Muss auf die 10% muss man wechseln. Weil 4,5, ja, wir hatten 4,9, jetzt haben wir nur noch 4,5. Viel Rot, hier oben vor allem. Ja, es switcht dann immer wieder auf Grün mit zurück, weil die Europäer es dann nicht wirklich schaffen, eine gescheite Offensive mal auf dem Feld zu schmeißen. Und hier unten ist einfach Stillstand, hier tut sich nicht viel. Weil die zwei sind eingekesselt, die könnte man rein theoretisch ermorden. Hier ist generell relativ schlechte Versorgungslage, hier könnte man auch problemlos vorpushen. Die Front hier unten existiert, die ist da. Da tut sich aber nicht groß was. Und hier tut sich auch nicht allzu viel, aber naja. 4,4 Millionen, das ist spannend. So, es geht jetzt eigentlich, die Frage ist, ah ja, jetzt haben sie schon geändert. Haben sie jetzt die Dings geändert? Ja, sind auf All Adult Surf gegangen. Wow. Okay, Deutschland hatte den relativ großen Nachteil, dass sie auf Scrapping the Barrel gegangen sind, aber die Asiaten haben sich jetzt ebenfalls dafür entschieden, fast komplett ihre Produktion einbrechen zu lassen. Wir sehen auch sofort einen Drop bei der Produktion, bei den Produktionsraten von 1800 am Tag runter auf 1400. Und die Stabilität, die ist auch relativ schlecht. Das haut auch negativ mit rein. Wo ist denn die Stabilität in Europa aktuell? Die ist besser. Tatsächlich, die ist besser. Auch der Kriegssupport in Europa ist besser. Das sind so Sachen, so, das können alles Kriegsentscheiden sein. Das kann alles Kriegsentscheiden sein, ne? Asien, das ist so groß, klein, groß, klein. Fakt ist, Europa hat seine Chancen nochmal deutlich verbessert.
Ja, Political Power Gain. Local Manpower, Non-Core Manpower. Division Recovery, Division Attack, Division Defense. Das sind alles Sachen, die ja alle Nationen haben. Das sind der generelle Boni aller Nationen. Wie ihr sehen könnt. Das ganze Fragezeichen hat jeder. Und das ist interessant, weil die mobilisieren zwar 0,009% am Tag, was relativ viel ist, weil ja, die haben eine Core-Bevölkerung von 1,27 Milliarden, darf man nicht vergessen. Aber das Mobilisieren langt gar nicht, um die Verluste aktuell wirklich auszugleichen. So, man rutscht trotzdem immer weiter runter. Vor allem auch unfassbar viel Rot jetzt aktuell hier wieder. Und langfristig könnte es auch Probleme einfach geben mit den, mit der Ausrüstung. Ja, unter 4 Millionen jetzt sogar kurzzeitig gewesen. Von der Manpower. Und ich glaube, Europa pusht weiter gegen Afrika. Ja, das sieht mir so aus. Vor allem ist hier durch das Abschneiden der Versorgungslinie hier, fehlt hier die Versorgung. Wird langfristig dazu führen, dass die Truppen hier sterben. Und generell hat man hier jetzt in Afrika das Problem, dass die Truppen hier alle ein bisschen getrappt sind. Man gibt hier Häfen, über die man sich zurückziehen könnte. Ob man das dann macht und ob das klappt, ist wiederum eine andere Frage. Wir sehen Flotte 667 gegen 561, also Europa flottentechnisch jetzt echt langsam am Davonziehen. Und man hat 41.400 Flugzeuge, also flugzeugtechnisch hat man auch richtig krass explodiert, expandiert. Wir sehen auch ressourcentechnisch 590 Gummi, da kommt man natürlich niemals an Asien ran mit 3.000 Gummi. Die haben auch mit Abstand nicht die Größe, okay. Europa hat in der Zwischenzeit die meisten Flugzeuge tatsächlich. Das ist natürlich ein weiterer Punkt. Und die Frage, wie viel Öl hat denn Europa, um das auch wirklich effektiv, 2.200 Öl, okay. Man hat die höchsten Ölvorräte, glaube ich. Nein, okay, nur Amerika hat noch mehr mit 4.500 Öl. Wo haben die das ganze Öl her? Öl? Da ist einiges. Oh, okay. Alleine hier sind 600 Öl. Das ist schon, oh, hier auch, okay. Also hier sind richtig fett krasse Ölvorräte. Die dann am Ende dafür sorgen, dass Nordamerika die ölstärkste Nation der Welt ist. Oh, Afrika kollabiert gerade ein bisschen. Hoi. Afrika, what are you doing? My friends. My African friends. What's happening? Die kollabieren ja gerade komplett. Europa, Afrika. 12,78 Millionen Verluste zu 9,35 Millionen Verluste. Verlust auf beiden Seiten enorm hoch. Aber die Field Manpower ist so unterschiedlich. Und allein die Fabriken. 840 gegen 3270 Fabriken, das ist das Dreifache, Vierfache, das Vierfache, was Europa an Fabriken hat. Mehr Männer, mehr Ressourcen. Afrika kämpft tapfer, aber ihr seht das hier selber. Flup, 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 hin und her. Und Asien auch wieder mit dem Versuch einer größeren Offensive hier. Hier oben alles rot. Oh, die Manpower geht zwar echt ein Keller jetzt, ne? 3,55 Millionen nur noch hier Mindeststand. Aber man hat in der Zwischenzeit 5 Atomreaktoren gebaut und hat 3 Atomwaffen ready. Jetzt ist nur die Frage, was hat Europa an Atomwaffen? Das sehe ich ja, glaube ich, nicht ganz. Aber es ist davon auszugehen, dass wir mindestens mehr, also, dass auf alle Fälle mehr Atomreaktoren haben. Das auf alle Fälle. Industry ist fast alles erforscht. Engineering ist fast alles erforscht. Ist alles erforscht. Weiß nicht, warum da 23 von 29 steht. Hier ist auch alles erforscht. Außer natürlich das hier, was sie nicht erforschen können. Okay. Oh, jetzt dachte ich ganz kurz, wir haben wieder Truppen. Aber haben wir zum Glück nicht. Ging doch mal gut. Ah, Afrika hat sich wieder stabilisiert. Dachte ganz kurz, Afrika kollabiert, erobert jetzt aber sogar Gebiete wieder zurück gegen Europa. Europäischen Truppen sogar wieder auf dem Rückzug hier, Ägypten herum. Ja, würde ich an der Stelle sagen, es bleibt spannend. Der Krieg ist noch nicht entschieden. Südamerika pusht Nordamerika zurück, Asien pusht aktuell Europa ein bisschen zurück und Afrika hält Europa auch weiter in Stand. Pazifische Empire ist unter durchgehenden Offensive von Asien. Ich bin raus für heute, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mach's gut. Tschüss.